Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Cube Escape Seasons, einem Escape from the Room Spiel, was immer gruseliger wird. Auf diesem Würfel ist sogar Blut drauf, wenn ich das richtig deute. Auf der Wand, Leute. Ja, wir haben schon den Frühling 1964 gespielt, da war noch alles relativ normal, außer dass da so eine komische Frau vorm Fenster stand. Dann haben wir in der letzten Folge, Sommer 71, gespielt. Da wurde eine Frau auf dem Mond getötet. Und in einem See wurde aus der Frau ein Schatten. Fragt mich nicht, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall werden wir vielleicht heute aufgeklärt im Herbst 71, wo Blut an der Wand ist. Wir schauen mal rein. Herbst 1971. Die Wände voller Blut. Das Telefon. Die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht mehr vergangen. Was? Okay, ich glaube, wir werden sterben, aber ist egal, denn wir können die Zeit so einstellen, dass wir nicht sterben. Nee, keine Ahnung. Gut, letztes Mal... das erste Mal, dass wir keine Streichhölzer hier finden, aber dafür ein blutiges Messer. Na, wenn das nichts ist. Ob wir wohl der Mörder sind? Letztes Mal kam hier auch eine Hand raus und das ganze Ding wurde rot. Aber das Blut hat sich anscheinend ausgebreitet an die ganze Wand. Und ich habe ehrlich gesagt Angst, mich hier ein bisschen umzudrehen. Aber wir haben ja jetzt ein Messer. Überall Blut. Wie kommt denn das Blut bitte an die Decke? Okay, da muss jemand ganz schön verrückt gewesen sein. Vielleicht ist das ja auch nur Farbe, das kann auch sein. So, zumindest brennt der Kamin schon mal. Das ist auch schön. So, und letztes Mal haben wir uns ja immer... Guck mal, da haben wir schon mal ein Puzzleteil. Die müssen wir mal finden, diese Fototeile. Letztes Mal haben uns ja immer diese gelben Zettel geholfen. Was steht denn diesmal? Ich habe Angst, ich werde etwas Schreckliches tun. Okay, alles klar. Oh, und wir haben einen Fernseher. Aus einem Radio, das nicht funktioniert, wurden Kassettenrekorder, wurden Fernseher. Leute, wir sind richtig reich geworden in der Zeit. Geil. Okay, unsere beiden Bilder hängen ja auch ganz normal. Die Musik ist ein bisschen verstörender geworden und wir haben ein blutiges Messer im Inventar. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, da ist nix. Geht das inzwischen? Nee, ist wieder stuck. Warum haben wir ein Messer? Na, egal. Wir setzen erstmal... Oh, es blinkt ja jetzt schon. Hä, haben wir den? Den haben wir schon. Wir haben schon den Würfel? Sieht für mich so aus, als wenn wir den Würfel hätten. Nee, alles klar. Wir müssen aber irgendwas mit dem Messer machen. Okay, diesmal ist in der Lampe nichts drin. Sonst war bisher jedes Mal da was drin. Sag mir nicht, wir müssen den Vogel töten. Das will ich nämlich nicht tun. So, der Mond ist weg und die Frau ist auch nicht da. Das heißt, draußen ist alles ganz normal, ja? Ja gut, wir haben ein Messer und einen Vogel. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So, bevor wir uns hier erschrecken, mache ich das Fenster zu? Ich weiß nicht. Harvey, geht's dir noch gut? Das hat sich aber nicht angehört wie ein Papagei, sondern eher wie ein menschlicher Schrei. Wie die Frau, die auf dem Mond gestorben ist in der letzten Folge. Tatsächlich. Harvey, weißt du mehr als ich? Weißt du mehr als ich? Wer hat hier wen umgebracht? Okay, Harvey, du weißt zu viel. Wow. Schön, wie das Blut auf jeden Fall rausspritzt. Kommen wir da überhaupt... Es ist locked. Wir kommen nicht... Oh. Tut mir leid, Harvey. Es tut mir wirklich leid. Ach Mann, er zuckt noch so richtig brutal. Aber er wusste zu viel. Übrigens schön, wie hier trotzdem die Federn noch da oben rausgehen. Okay, nice. Ja, Harvey. Hallo, komisches Wesen. Deswegen wollte ich das zumachen. Genau deswegen. Leute, ich wollte es zumachen und hab's nicht getan. Aber wir haben eh keine Tür. Das heißt, er kann hier gar nicht reinkommen. Ich fühle mich hier eigentlich relativ sicher. Was war das denn gerade? Das sah komisch aus. Als wenn hier irgendwie die andere Matrix wäre oder so. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden nicht mehr lange leben. Aber ist nur so ein Gefühl. So gut, wir haben auf jeden Fall ein Puzzleteil. Da steht ein Todesdatum drin. 12.
Zehnter? Irgendwas. Die Sache ist, wir haben noch einen Fernseher. Sechs. Achso, 3, 6. Press 1, 2, 4. Eine Frau wurde tot gefunden, keine Anzeichen vom Killer oder keine Spur vom Killer. Und wir haben dabei zugeguckt. Ich habe so langsam das Gefühl, dass wir selber der Mörder sind. Der Papagei hat es gesehen, beziehungsweise gehört, wie wir die Frau umgebracht haben. Dann hat er sie imitiert, dieses Schreien. Und aus diesem Grund mussten wir ihn umbringen. Und als Vorwand haben wir dann genutzt, weil wir wussten, dass er dieses Fototeil gegessen hat. Und da wir so gerne unser Foto mögen, mussten wir natürlich den Vogel töten. Aber das ergibt alles keinen Sinn, weil dann hätten wir diesen Schatten draußen nicht gesehen, oder? Mit dem Messer? Oder wir haben uns wieder selber gesehen. Ja, das ist mir alles zu hoch. Oh, guck mal, unser Lieblingssong wieder. Geil! Den haben wir wahrscheinlich immer an, wenn wir richtig geil töten. Dieses Hintergrundbild erinnert mich gerade übrigens sehr an Resident Evil 4. Egal. Mord oder Selbstmord? Das ist hier die Frage. Hallo, komische Schatten, der mir eine 4 anzeigt. Ach, danke für den Würfel. Wieso tropft Blut von der Decke? Ich gucke garantiert nicht nach oben, nein. Ich setze hier erstmal das Ding ein. Ja, uns fehlt aber noch ein Teil. Ach man, ist der... Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich ihn sehe. Ich mache das jetzt hier zu. Oh Gott. Geh weg da! Alter. Ich will nicht nach oben gucken. Hi. Ich habe gerade wirklich, allen Ernstes, permanent eine Gänsehaut. Gib mir das Teil. Warum war da ein Auge? Wie zum Fick sammle ich das? Ja, dann fehlt uns aber immer noch ein Puzzleteil. Okay, also irgendjemand ist gestorben am 12.10.1971. Das heißt, wir haben jetzt gerade den 12.10. Vermute ich mal. Und das spielt darauf an, dass wir den Vogel getötet haben? Keine Ahnung. Licht können wir auch nicht an- oder ausmachen. Ja, Harvey, willst du vielleicht nochmal sterben? Keine Ahnung, du. Was müssen wir denn jetzt machen? Also uns fehlt auf jeden Fall noch ein... Ich weiß auch nicht, was er damit meint. It's not even pass. Wir brauchen noch ein Teil. Also Würfel haben wir, uns fehlt wirklich nur noch dieses eine... Stück. Warum haben wir da noch nicht geguckt? Vielleicht kommt er hier raus. Ach, da ist was. Alles klar. Okay, dann ging diese Folge wieder ein bisschen schneller. Aber das ist ja kein Problem. ja. War das eine kleine, kurze, schnieke Folge mit ganz viel Blut immerhin? Und wir haben einfach unseren Papageien getötet, der nämlich zu viel gesehen hat. Und im Winter 1981 wird bestimmt wieder alles gut, Leute. Ich habe wirklich Gänsehaut. Das finde ich irgendwie krass. ja. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht mir zu übel, dass die Folgen jetzt so kurz sind. Aber wenn die Level immer so kurz sind, kann ich da nichts für. Ich könnte die natürlich zusammenreihen, aber das ist ja dann auch blöd. Naja, vielleicht kommt ja morgen dann schon Winter 1981. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Und rätselt wieder gut mit, so wie bei den letzten Folgen auch. Da habt ihr ja auch gut Kommentare abgegeben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal im Winter 1981.